Hallo, liebe Greifswalder. Am Anfang möchte ich kurz auf einen Chat eingehen, der mich so ein bisschen versuchte, in die Reichsbürger-Ära zu drücken. Ja, es gibt einen 2+4-Vertrag. Dieser 2+4-Vertrag wurde 91 von allen Teilnehmern ratifiziert. Dieser 2+4-Vertrag ist kein Friedensvertrag. Das möchte ich noch mal ganz deutlich hier sagen. Und der letzte geschlossene Vertrag zwischen Russland und Deutschland ist der Waffenstillstand und die Kapitulation. Mehr nicht. Danke. Ich möchte zunächst einmal Menschen in unserem Umkreis danken. Es sind die blauen Lichter. Danke, liebe Teilnehmer der blauen Lichter. Ihr tretet für das Recht aller Menschen ein, über den Körper selber zu bestimmen. Ihr unterstützt diejenigen, die im Moment die berufsbezogene Impfpflicht durchsetzen sollen. Wir wissen, und das hat die Ina ja auch gesagt, dass die entsprechenden Nebenwirkungen riesig sind, größer als der erwartete Nutzen. Was soll auch rauskommen bei einem ungetesteten Produkt? Ich fasse zusammen, und das habe ich vom Bastian Baruka, der hier auch immer wieder mal auftritt und unter uns weilte, habe ich von ihm hier kurz übernommen, und ich fand das sehr gut, was er da zusammengefasst hat. Ich fasse zusammen, was zum Schutze der Bürger ansteht. Wir sollen mindestens halbjährlich ein oder bald mehrere experimentelle Medikamente injiziert bekommen, einen digitalen Impfpass besitzen, unsere Handys permanent ausspähen lassen und die korrupte WHO über unsere Gesundheit entscheiden lassen. Außerdem werden wir von Wahrheitsministerien vor Desinformationen geschützt, während Zentralbanken digitale Währungen vorbereiten, die ihnen noch mehr Kontrolle über unser Leben verschaffen. Das chinesische Sozialkreditsystem wird bereits in Europa ausprobiert. Und nebenbei lassen wir die Situation in der Ukraine eskalieren und riskieren einen Krieg mit einer der größten Atommächte der Welt auf unserem Kontinent. Was habe ich vergessen? Es ist für mich von dem Bastian eine tolle Zusammenfassung, was uns Regierende zukommen lassen möchte. Dagegen treten wir hier jeden Montag auf, bis das verschwindet. Ich habe auch noch so etwas bisschen Lustiges mir ausgedruckt. Schwere Covid-Erkrankungen gehen oft mit sehr deutlichen Einschränkungen der Denkfähigkeit einher. In Tagen kann das Gehirn um 20 Jahre altern. Die vierte Impfung schützt zuverlässig vor schweren Verläufen. Ältere und Menschen mit Risikofaktoren sollten sie nutzen. Lauterbach steht drunter. Ja, gerade Ältere vertragen, wie es aussieht, diese Impfung besser als jüngere Menschen.
Wir wissen, und wir haben ja auch die richtigen Informationsquellen, dass so viele Leistungssportler und gerade Fußballer einfach plötzlich verstorben sind. Unerwartet. Für die natürlich, die nicht aufgeklärt sind. Wie kann ich mir etwas injizieren lassen, was weder getestet ist, noch was mich schützt? Derzeit sind weit über 50% von den Covid-Fällen auf den Intensivstationen doppelte Geimpfte beziehungsweise drei- oder vierfach Geimpfte. Das heißt, hier wird auch deutlich nochmal von Professor Bhakti, dem Sie natürlich die Professur aberkennen wollen, weil er Wissenschaftler ist und nicht Politiker. Er betreibt Wissenschaft und hat jetzt nochmal ganz deutlich und traurig gewarnt. Es sind wesentlich mehr Menschen an dieser Impfung gestorben. Sie haben Obduktionen gemacht und festgestellt, dass nach einer wesentlich längeren Zeit, wo der Zusammenhang zwischen Impfung und Tod nicht mehr relevant ist für die Offiziellen, aber sie haben festgestellt, dass die Organe befallen waren und dass die eigentliche Todesursache die Impfung ist. Und dagegen wehren wir uns. Ich verstehe es nicht, dass Politiker in ihrem Amt bleiben, trotz ihrer riesigen Lügen. Jeden Tag hören wir von unseren Politikern Lügen und sie vertreten uns nicht. Wir sind das Volk und dieses Volk haben sie zu vertreten. Erzählt mir einen Namen eines Politikers in der Bundesregierung, der uns vertritt. Niemand. Und deshalb gehören Sie aus dem Amt verjagt. Danke.